Die Eisbären Berlin unterliegen die Straubing Tigers hier in der NBA mit 6:3. Einer der Torschütze aus Berliner Sicht ist dieser Mann hier, der 23, Blaine Byron. Blaine, okay, erstmal zum Spiel. 3:1 in Führung nach 40 Minuten. Man denkt, ja, es könnte was werden. Aber das war ein Einbruch da im letzten. Vielleicht mal kannst du erklären, was da passiert ist. Yeah, I think so. You know, you can't let that happen, especially in our own building. We know they're a good team and they score lots of goals. And we came out kind of flat and had some turnovers that proved costly to the game. Ja, er meinte ja, dass sowas darf nicht gehen. Vor allem zu Hause, vor allem nach einer Führung, nach 40 Minuten. Wir wussten, dass das eine gute Mannschaft ist. Wir waren da ein bisschen flach. Wir haben zu viele Puckverluste gehabt. Und natürlich, das darf nicht viel passieren. Okay, Blainer, das ist erste Niederlage nach in ein eng gestaffelter Schedule, das wir da haben. Es klingt ja nicht wie eine Ausrede, aber spielt es eine Rolle, dass man schafft, vielleicht ein bisschen flach, weil wir wirklich so viele Spiele in kurzer Zeit hatten? Obviously, we got a tough schedule, but I think come playoff time, that's how it's going to be. And, you know, we're in the end of the season, so every game's like a playoff game. And so, you know, we got to find ways when we're up 3-1 to win and not let them slip away. Er meinte, ja, das ist keine Ausrede, natürlich. Ich meine, dieser gestaffelte Spielplan, das wir haben, haben wir ohnehin, wenn es um die Playoffs geht. Und sowas darf nicht passieren. Es gilt nicht als eine Ausrede. Fakt ist, wenn man 3:1 führt nach 40 Minuten, man kann so nicht verlieren. Positives ist immer gut bei Sie. Lange Zeit hast du wieder mal getroffen. Tor in shorthanded und plus ein Assist dazu später im Spiel. War ein bisschen balsam für die Seele, denn es hat ein bisschen gedauert, bis du wieder mal gepunktet hast. Yeah, anytime you can contribute, you know, I feel like I'm a big part of the team in that way. You know, I think we had some more chances later on in the game that I thought my line should have capitalized on. You know, we can take the little battles away from it, but at the end of the day, you know, we lost the game and we'll go back to the drawing board, take it tonight and reset. Okay, weil sie sagte, natürlich ist es gut, wenn man ein Tor und Assist beisteuern kann, um dem Team zu helfen. Das ist zwar schön, aber ja, auf uns alleine, wir hatten auch andere Chancen, die wir hätten liegen lassen. Wir wissen, wir müssen den Reset-Button ganz schnell drücken, wir müssen den Mund abwischen und wir müssen uns vorbereiten auf das nächste Spiel. Und dass wir gegen die Augsburger Panther sein. Danke für das schnelle Interview an unser 23, Blaine Byron. Thanks very much, Beisy.